Heinz-Dieter Berzer, Unterwasserfotograf aus der Breitenau am Hochlansch. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sie touren ja gerade von einem Fernsehstudio zum nächsten, von einem Radiosender zum nächsten, und das wegen einem Foto. Aufgenommen in Südafrika zeigt es, wie Ihr Kollege und Freund im Maul eines Wals gefangen ist für einen kurzen Augenblick. Ja, und darüber spricht jetzt momentan, kann man sagen, die ganze Welt. Wir haben das Foto auch eingeblendet für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Wie erlebt man so einen Augenblick? Richtig intensiv wird es dann erst einem später bewusst. Es ist extrem emotional, aber im Prinzip hat sich 99% um die Gesundheit des Kollegen immer gedreht. Und auch natürlich, wir haben ja auch zwei Steirer im Wasser gehabt, die ja auch vom Wal runtergedrückt worden sind. Das war die oberste Priorität, als alles gut ausgegangen ist und nichts passiert ist. Diese Aufnahmen, die ihr dort machen solltet, das war ja inmitten eines riesigen Fischschwarms eigentlich, oder? Also das Meer war ja schon sehr aufgewühlt Genau. und der Wal war dort die große Überraschung, oder? Das nennt sich Sardinen Run. Die Sardinen ziehen von Anfang Jänner vom Kap der Guten Hoffnung rauf Richtung Mosambik. Und wir sind in Port Elizabeth gewesen und haben eigentlich die Zeit, also wo die in etwa vorbeikommen, ausgerechnet. Das ist natürlich ein bisschen Glück dabei. Und fahren eben und suchen diese Sardinen. Denn diese Sardinen, auf die warten natürlich die ganzen Prädatoren wie Wale, Haie, Delfine, Seelöwen, auch die Vögel, Pinguine und, und. Und arbeiten da im Team zusammen und bringen diese Sardinen auf die Oberfläche. Also an die Oberfläche, die Wale gehen unterhalb rein, lassen Luft raus, blasen die auf die Oberfläche. Zusätzlich kommen Delfine und Haie, versuchen von unten anzugreifen, dass sie diese Sardinen an die Oberfläche bekommen. Denn oben können sie nur mehr zweidimensional flüchten. Und es ist für alle leichter und die versuchen dann einen Teil des Kuchens zu bekommen. Die Sardinen bilden dann einen Ball, diesen nennt sich Baitball, also einen Fressball. Und da sausen dann alle Tiere durch, eben diese Sardinen zu fressen. Auch die Vögel, es ist gigantisch, die kommen mit ca. 160 Stundenkilometer rein. Das ist wie ein Angriff mit, wie man so einen alten Robin Hood-Film anschaut, wo dann so die ganzen Pfeile kommen, die schießen rein, die tauchen 15 Meter tief. Also es ist eine Szenerie, die einfach unwahrscheinlich außergewöhnlich ist und ja, also die meisten haben so etwas noch nie erlebt. Aber es ist ja nicht so, dass man da rausfährt und es ist gleich da, sondern man muss oft tagelang nach denen suchen. In diesem Gewühl und Gewusel, was dort herrscht, dass man sich da freiwillig als Taucher oder als Schnorchler hineinschmeißt, ist ja schon einmal besondere Überwindung, nehme ich einmal an. Warum macht man das überhaupt? Natürlich muss man dazu sagen, die Leute, die mitfahren, also ich suche, oder zumindest ich schreibe das immer aus, in der Taucherszene kennt man mich, dass ich eigentlich immer spezielle Sachen anbiete oder fahre. Und die Leute melden sich hauptsächlich aus Deutschland, Schweiz, Österreich. Habe auch diesmal, also aus diesen drei Ländern Leute mitgehabt. Ich mache immer eine Truppe mit 8 Leuten. Und die sind Leute, und die muss ich ja vorher briefen, wo ich sage, bitte, ich brauche keine Urlaubstaucher. Das hat einen kompletten Expeditionscharakter und das ist wahnsinnig anstrengend. Wir teilen die Gruppen, wir sind maximal 4 Leute im Wasser. Einen Teil macht der Rainer und einen Teil mache ich, weil wir natürlich die meiste Erfahrung haben. Und wir nähern uns ganz langsam dem Baitball. Wir lassen am meisten so einen Sicherheitsabstand von ca. 10 Meter. Weil direkt im Baitball ist es wahnsinnig gefährlich. Am Rande des Baitballs, wenn man das dann da hier erlebt, ist es normalerweise ungefährlich. Habe ich schon seit Jahren gemacht, also ist noch nie etwas passiert. Aber
Es gibt auch Ausnahmen. Es ist gut ausgegangen, aber jetzt weiß man, ich meine, so ein Walfisch hat zwar keine Zähne, kann normalerweise einen Menschen auch nicht schlucken, aber er wiegt an die 20 Tonnen, glaube ich. Das war ein Brüdewal, ja genau. Ja, ein Brüdewal hat um die 20 Tonnen. Wiegt ja. 20 Tonnen. 15 Meter Länge. Da reicht schon anderes, dass ein Worst Case ist. Also es ist nicht so, dass da nichts passieren kann, oder? Absolut. Ganz gefährlich bei den, ich schwimme und wir schnorcheln ja sehr viel mit den Walen bei einer anderen Expedition. Sehr, sehr gefährlich sind die Flossen, vor allem die Schwanzflosse. Man muss sich vorstellen, wenn zum Beispiel ein Buckelwal springt, der 35 Tonnen hat, der kann sich mit seiner Schwanzflosse komplett aus dem Wasser, also kann komplett aus dem Wasser rausspringen. Man muss sich mal vorstellen, was für eine Kraft da dahinter steckt. Natürlich auch vor allem, wenn er springt, ist eine große Gefahr, dass der Wal natürlich auf einen drauf springt. Da entsteht natürlich eine Masse, das, ja, natürlich Genickbruch, solche Sachen, die sind alle möglich. Ja. Also es ist definitiv gut ausgegangen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, für alle gut ausgegangen. Ja, und Sie haben jetzt das Foto des Jahrhunderts, wurde es sogar schon bezeichnet. Ja. Schauen wir mal. Aber ist es der Million-Dollar-Shot, wie man so schön sagt, für einen Fotografen? Vielleicht schon, aber vielleicht in Lire, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir haben sowieso eine Aufteilung gemacht. Das heißt, wir teilen uns das und wir haben auch das Foto und die Vermarktung an eine englische Firma gegeben, die eigentlich den Hauptanteil kriegt. Uns geht es überhaupt nicht ums Geld. Wir hoffen uns schon, dass ein bisschen was überbleibt, weil wir dieses Geld dann verwenden wollen. Wir arbeiten auch sehr viel, wir haben immer wieder Forscher mit an Bord. Wir arbeiten auch für den Hai und auch für den Walschutz. Das ist also unser ganz großes Anliegen. Und wenn wir natürlich auch Gelder in die Hand bekommen, wo wir dann wieder Expeditionen starten können, ist das natürlich unser Traum, den ich ja sowieso lebe. Sie sind jetzt Unterwasserfotograf, machen Expeditionen. Sind gebürtiger Grazer und wohnen in Breitenau am Hochland. Das ist jetzt nicht unbedingt so die Gegend, wo man sagt, da ist der große See, schon gar nicht liegt Breitenau am Meer. Wie wird man Unterwasserfotograf? Zum ersten Mal in der Branche, ich bin 25 Jahre jetzt als Taucher in der Branche, da gelte ich als der Unterwasserfotograf, der aus den Alpen kam. Muss ich mal lachen dazu. Und mein Markenzeichen ist auch mein Jodler. Mir ist es eigentlich in die Wiege gelegt worden durch meinen Vater. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg bei der U-Boot-Waffe. Und als kleines Kind, er hat mir eigentlich nie von diesen negativen Teilen des Krieges erzählt, sondern einfach die wunderbaren Dinge, die er erlebt hat am Meer. Sie haben auch natürlich auch einmal Freizeit gehabt. Sie haben ja sehr viel Tauchausbildung gehabt. Und er hat immer wieder erzählt, dass er Nachtwache gehabt haben auf dem U-Boot in der Nacht, wo Wale neben und links und rechts auftauchen. Und das war im Mondlicht wunderschön. Also er hat mir das schon irgendwo in die Wiege gelegt und seine Erzählungen. Für mich war Pflichtsendung damals so Hans Haas, Professor Dr. Hans Haas, den ich persönlich gut gekannt habe. Und auch Jacques Cousteau, diese Filme, die haben meine Kindheit geprägt. Und ich habe eigentlich von klein auf immer... Bin dann ja teilweise am Wörthersee aufgewachsen, meine Mutter Kärntnerin ist und habe dort auch meinen Tauchlehrer damals gemacht und ich war schon von Kind auf dort immer schnorcheln und das war natürlich eine ganz eine tolle Sache und das, mit dem bin ich so aufgewachsen. Aber Unterwasserfotograf ist ja keine Lehre. Mhm. Sie haben sich auch nicht in erster Linie für diesen Beruf entschieden, sondern waren als Einrichter in einem Küchenstudio tätig, über 20 Jahre, glaube ich, oder, wenn das richtig ist? Ich bin eigentlich gelernter Tischlermeister, okay. Habe dann weitergemacht in Salzburg für Innenarchitektur und habe dann 21 Jahre beim größten österreichischen Küchenhersteller gearbeitet, dann im Außendienst und dort auch als Verkaufsleiter. Ich habe das Glück gehabt, beim einer damals, das war damals der Kurt Amsler, der war damals Weltmeister der Unterwasserfotografie, ein Schweizer. Bei dem habe ich dann die Unterwasserfotografie erlernt und das war auch immer mein Mentor und sehr guter Freund. Und das ist immer parallel gegangen zwischen meiner Arbeitswelt und meiner Leidenschaft.
Und ich habe in den letzten Jahren, dann, bevor ich dann weg bin, habe ich statt Gehaltserhöhung immer mehr Urlaub beansprucht. Also das ist recht lustig gewesen. Ich habe dann war ich schon auf 7, 8 Wochen irgendwo. Ich habe dann vor rund 5 Jahren den Job wirklich aufgekündigt und habe mich dann komplett selbstständig gemacht mit dieser Unterwasserfotografie. Sie haben sich auch für die Wettbewerbsfotografie entschieden, viele Preise eingeheimsen. Ich glaube, der letzte bei der Boot in Düsseldorf, das war so quasi eine ganz große Überraschung für Sie. Ja, Gott sei Dank habe ich sehr viele internationale Preise machen dürfen. Es war also viel Glück und natürlich viel Engagement. Ich habe vor über einem Jahr damit offiziell, das habe ich beendet, weil ich, ja, ich habe mit 56 Jahren, brauche ich mir nichts mehr beweisen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mache ja sehr viele Workshops und coache jetzt da die Leute, meine Leute, und die haben auch inzwischen schon sehr tolle Preise eingeheimst. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Habe damit beendet und das war dann heuer bei der Boot in Düsseldorf ganz eine lustige Geschichte. Denn ich habe dort gearbeitet für die also Messesplitter, also alles, was aktuell ist, was Neues am Markt ist, habe ich dort als Journalist gearbeitet. Und ich wurde beauftragt, diese Awardverleihung zu dokumentieren als Fotograf und da mit ein paar Interviews. Die haben mich dort hingeschickt und stehe dort. Und ich habe dann gemerkt, dass die Leute von der Jury öfters hergeschaut haben. Und ich habe mir schon gedacht, habe ich irgendwas Falsches an oder ist irgendwas. Und dann kamen die nationalen Preise zuerst, und dann kam der Hauptpreis, der international, und dann wurde ich aufgerufen. Und ich hab den Award für meine Arbeit in der Unterwasserfotografie bekommen. Das war für mich also schon sehr emotional, und mir sind schon ein bisschen die Augen feucht worden. Ja, war schön. Schönes Erlebnis. Mhm. Viele schöne Erlebnisse warten wahrscheinlich draußen in der weiten Welt auf Heinz Doberza. Wohin wird die nächste Reise gehen? Ich bin eigentlich das ganze Jahr schon vorgeplant. Ich bin jetzt da auf den Malediven, wo ich zwei ganz neue Destinationen, ich arbeite für so als Freelancer für 5 Tauchmagazine, habe dort einen Auftrag gekriegt. Ich bin dann auf Madeira, ich bin dann 3 Wochen Workshops in Ägypten, ich bin auf Bali unterwegs und dann 3-mal noch Südafrika. Und ein bisschen Zeit bleibt auch noch für den Tourismusverband zu Hause zu fotografieren. Ja, oder? Das macht mir absolut Spaß. Wenn ich zu Hause komme, nehme ich meine Kamera und gehe in die Berge und fotografiere auch. Ich habe den Klettersteig jetzt da in der Breitenau fotografiert oder auch Schüsselbrunn. Ich liebe wahnsinnig den Grünen See. Es ist tragisch für mich fast zur zweiten Heimat geworden. Auch die Leute dort alle, also ich bin wahnsinnig gern drinnen. Auch wenn ich das Meer total liebe, aber ganz ehrlich, mein Herzblut, also was Heimat betrifft, ich möchte nirgendwo anders wohnen als wie hier. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, würde ich sagen. Danke für das Gespräch. Noch einmal Gratulation zu dem tollen Foto. Dankeschön. Und großes Glück, dass es gut ausgegangen ist für den Kollegen. Und ja, ich hoffe, wir sehen noch viele tolle Fotos von Ihnen. Danke fürs Gespräch. Danke.